Abverkauf vor allem bei den Tech-Werten setzt sich fort. Der Nasdaq jetzt fast schon 6% im Minus seit Jahresbeginn. Wann stoppt die Fed den Abverkauf? Ist also jetzt schon der Zeitpunkt, wo die US-Notenbank sagt, naja, haben wir alles nicht so wirklich gemeint mit dieser hawkischen Wende, mit dieser Aussage, wir müssen die Zinsen schneller anheben, wir müssen die Bilanzsumme reduzieren. Wird die Fed da schon nachdenklich, wenn sie das sieht? Wir wollen uns mal das größere Bild anschauen und gucken, wo stehen wir eigentlich in Relation zu vorherigen Zeiten? Wie krass sind die Dinge inzwischen und wann wird die Fed wirklich nervös? Das wollen wir uns mal anhand von verschiedenen Bildern anschauen. Zunächst mal ist ja die Situation, morgen wird der Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats berichten. 16 Uhr der Redetext, wahrscheinlich 14:30 Uhr. Ganz sicher ist das noch nicht. Aber da werden wir schon sehen, ob Jerome Powell so ein bisschen, naja, unsicher wird, ob das, was die Fed da in ihrem FOMC-Protokoll am letzten Mittwoch gesagt hat, vielleicht nicht ein bisschen die Märkte zu sehr erschreckt hat. Dann am Mittwoch folgen die neuesten Inflationsdaten aus den USA. 7,0% die Prognose, also eine weiter ansteigende Inflation. Und das ist ja genau das, was die Fed bekämpfen muss, was der Regierungsauftrag gewissermaßen ist, denn Jerome Powell ist ja plötzlich umgeschwenkt mit seiner Neunominierung als Fed-Chef, als ihm offenkundig US-Präsident Biden gesagt hat, Junge, du musst etwas tun, ich werde dich neu nominieren, aber du musst dagegen etwas tun, dass die Inflation weiter nach oben schießt, denn das reduziert die Kaufkraft der Amerikaner und wenn es den Amerikanern im Konsum nicht gut geht, dann wird auch ein Präsident seine Schwierigkeiten haben, vor allem in den sogenannten Midterm Elections, die ja dann im November der Fall sind. Also morgen ein wichtiger Tag, wird da Jerome Powell ein bisschen wackelig. Hier sehen wir mal die Reaktion der Märkte seit dem FOMC-Protokoll. Letzten Mittwoch ist erst ein paar Tage her. Und wir sehen die Reihenfolge Dow Jones, gemeinhin als Value klassifiziert, noch am besten. Dann kommt der S&P 500, auch viel Value. Dann kommt der Russell 2000, diese Nebenwerte. Dann kommt der Nasdaq 100 und dann kommt Bitcoin, am stärksten erwischt. Schon vor dem FOMC-Protokoll ein bisschen Schwäche gezeigt und das hat sich fortgesetzt. Heute zwischenzeitlich unter die 40.000er-Marke gefallen. Auch heute eben dieses Muster, naja, der Dow Jones steht besser da, dann kommt der S&P, dann kommt der Russell und dann kommt der Nasdaq. Das ist die neue Hierarchie jetzt an den Märkten. Und das macht durchaus Sinn, wenn wir gleich folgende Bilder sehen, die ich Ihnen dann zur Kenntnis bringen will. Aber wie nervös ist die Fed? Hier hat sich heute der ehemalige Chef der New York Fed geäußert, Bill Dudley, der gesagt hat, ich habe Neuigkeiten für diejenigen, die glauben, dass die Fed nur more hawkish geworden ist on inflation. It has only just begun. Also die Fed hat gerade erst begonnen. Das eine Art Drohung, eine Warnung von Bill Dudley, der sicherlich noch gute Drähte in die Fed unterhält. Julian Bridgen jedenfalls sagt, ja, okay, wann wird die Fed nervös? Da wird es Leute geben, die sagen, ja, die Fed wird umfallen, die Fed wird all das revidieren und die werden wahrscheinlich irgendwann Recht bekommen. Aber ab wann? Wo ist also das Sicherheitsnetz, das die Fed unter die Märkte gespannt hat? Und Bridgen verweist hier auf das Jahr 2000, als der Nasdaq über 30% gefallen war, aber die Fed dennoch dann die Zinsen nochmal um 50 Basispunkte, also ein halbes Prozent angehoben hat. Also da ist noch Luft nach oben oder nach unten, genauer gesagt. Und diese Luft wollen wir uns gleich mal anschauen. Zunächst mal ein Hinweis meines Kollegen Wolfgang Müller, der mal gezeigt hat, wir haben eine Staatsverschuldung oder eine Verschuldung, eine Gesamtverschuldung in den USA von 80 Billionen Dollar, sowohl eben Staat, Verbraucher als auch Unternehmen. Die Staatsschulden werden weiter steigen Richtung 140%. Jetzt wird die Fed dann ab Ende März als Käufer der neuen Schulden nicht mehr auftreten durch eben den Stopp des Quantitative Easing. Dementsprechend fehlt da eben Nachfrage durch den großen Wal in der Badewanne. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Zinsen etwa der 10-jährigen Anleiherendite, an der so viel hängt, die ganzen Hypothekenkredite etc. würde um ein einziges Prozent weiter steigen. Dann wären das um und bei, kann man nicht so genau umrechnen, aber um und bei etwa 800 Milliarden Dollar an Mehrkosten pro Jahr, die anfallen würden, sowohl für den Staat als auch eben für Unternehmen, für
Konsumenten. Und das ist in einer so verschuldeten Wirtschaft natürlich schwierig zu machen. Was also tun, liebe Fed? Willst du auf der einen Seite die Inflation bekämpfen? Meinst du es wirklich ernst? Oder musst du die Märkte retten? Musst du die Konsumenten retten? Musst du auch den Staat retten vor den ausufernden Kosten einer solchen Verschuldung durch steigende Zinsen? Das ist die Zwickmühle, in der die US-Notenbank derzeit handelt. Aber schauen wir uns mal die Exzesse an, schauen wir uns mal an, auf welchem Niveau wir derzeit sind. Hier mal die Financial Assets in den USA in Relation zum BIP-Faktor im vierten Quartal 2021, also praktisch vor kurzem, 5,6. Wir waren noch bis in die 80er Jahre bei 2, 3, 2,5 und dann ging es senkrecht nach oben, das heißt diese Blase, die sich da aufgeblasen hat an den Finanzmärkten in Relation zur Wirtschaftskraft der USA, die ist schon gigantisch. Kann ich eine Blase kontrolliert runterfahren? Kann ich da einfach Luft rauslassen wie aus einem Reifen? Und wenn genug Luft draußen ist, dann drehe ich das Ventil wieder zu? Das wird schwer gehen und das ist das große Thema, das die US-Notenbank derzeit hat. Und Ray Dalio weist hier mit folgendem Satz darauf hin, dass die meisten Investoren den Fehler machen, dass sie glauben, dass das, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist, auch in Zukunft gut laufen wird. Aber wenn es jetzt lange gut gelaufen ist, dann heißt das, dass das eben teurer geworden ist. Also wenn die Kurse steigen und steigen und steigen, dann wird das darunter liegende Asset ja nicht günstiger, sondern teurer. Dadurch erhöht sich wiederum das Risiko, wenn man da oben investiert. Und hier sehen wir mal in dieser Grafik Total Market Cap of Stocks mit einem Price-to-Sales-Ratio von über 20, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz des Unternehmens über 20, das heißt nicht Gewinn, sondern Umsatz, das heißt eine Firma, die mindestens mit dem 20-fachen des Umsatzes bewertet ist. Und wir sehen auch, da ging diese Grafik massiv nach oben, 4,6 Billionen an Marktkapitalisierung ist sozusagen deutlich, deutlich zu teuer im historischen Durchschnitt. Und damit haben wir auch etwa die Tech-Bubble, also die Dotcom-Blase, bei Weitem überwunden. Damals waren es noch 1,0 Billionen, also nicht mal ein Viertel dessen, was derzeit der Fall ist. Und alle sind auf der Long-Seite, weil es hat ja gut funktioniert bei The Dip, FOMO, Stonks always go up, das war ja das Mantra, die Leverage Bets, die gehebelten Wetten, also auf weiter steigende Kurse auf neuem Allzeithoch bzw. knapp darunter, gleichzeitig der sogenannte Margin Debt, also das, was die Amerikaner dann gehebelt in ihren Portfolios machen, die hinterlegen also die eigenen Aktien, die sie im Portfolio haben, als Sicherheit und kaufen dafür dann neue Aktien. Das ist schön, wenn die Kurse weiter steigen, aber nicht so schön, wenn dann eben die Kurse nach unten gehen, dann entsteht ein solcher Domino-Effekt. Und wir sehen gerade im Optionsbereich hier mal eine Relation zwischen dem, was an Aktien gehandelt wird und was an Optionen auf Aktien gehandelt wird. Und wir sehen, inzwischen werden deutlich mehr Optionen vom Volumen her gehandelt als auf Aktien, als auf die physischen Aktien selbst. Faktor etwa 1,25 derzeit. Vor allem die Optionen waren es, die die Märkte nach oben getrieben haben. Optionen in Tesla, wo man eben schön gehebelt nach oben spekuliert hat und reichlich Gewinne gemacht hat. Die Market Maker waren dann gezwungen, sich abzusichern, selber die zugrunde liegende Aktie physisch zu kaufen. Und da ist natürlich viel Potenzial für Schmerz, wenn das Ganze mal in die falsche Richtung geht. Hier unten sehen wir in der unteren Grafik nochmal diesen Margin Debt, also praktisch das, was die Herrschaften in ihren Portfolios beleihen. Und oben sehen wir eine Grafik Marktkapitalisierung von Firmen, die weniger verdienen als ihre Zinskosten. Mithin also Zombie-Unternehmen. Wie viel sind die an der Börse wert? Über 6 Billionen Dollar. Also wir sehen auch hier Exzesse. Wie kannst du aus einer solchen Geschichte etwas Luft rauslassen, das Ganze irgendwie kontrolliert zurückfahren? Schwierig. Und die Frage ist, wie kann eine Situation gelöst werden, die eigentlich nach meiner Auffassung praktisch nicht lösbar ist. Hier sehen wir mal die Performance von nicht profitablen Tech-Unternehmen in Relation zu dem, was mit dem Nasdaq nach der Dotcom-Blase passiert ist. Und da sehen wir doch einige Gemeinsamkeiten.
Die Non-Profit, die nicht profitablen Unternehmen sind besonders vulnerabel, besonders gefährdet jetzt in Zeiten, wo die Fed es offenkundig ernst meint. Wir werden sehen, wie lange sie es ernst meint, aber jetzt meint sie es erstmal ernst mit der Bekämpfung der Inflation. Und wir sahen vorher unprofitable Tech-Unternehmen. Da sticht natürlich meine zweitbeste Freundin Cathie Wood ins Auge. Hier mit einer Performance von jetzt gut 47% minus seit dem Hoch. Und vor allem, es sind Insider der Firmen, die Cathie Wood mit ihrem RK im Depot hat, die massiv verkaufen, also Verantwortliche in den Firmen selbst, die jetzt offenkundig kalte Füße bekommen und massiv ihre eigenen Aktien verkaufen. Also das ist eine Abstimmung mit den Füßen bei denjenigen, die sich gut auskennen in diesem Geschäft, aber Cathie Wood will weiter auf diese Werte setzen. Das könnte das erste große Opfer in dieser hawkischen Wende der Fed werden, dass es die liebe Cathie Wood zerreißt. Das ist ja schön, wenn es nach oben geht. Da sind wahnsinnig viele Gelder reingeflossen und die meisten Gelder sind reingeflossen nahe des Hochpunkts. So ist es immer. Die Aktien steigen, dann werden die Leute darauf aufmerksam und kaufen dann relativ hoch ein. Jetzt ist Cathie Wood dann teilweise gezwungen, eben weil Leute wieder Geld abziehen, dann eben auch Assets zu verkaufen, um eben die Leute ausbezahlen zu können. Und insgesamt schauen wir uns jetzt mal an die Relation zwischen Value und eben Growth, und dann sehen wir, dass wir da durchaus noch eine Strecke nach unten haben könnten, ohne dass wir jetzt den Aufwärtstrend verlassen. Wahrscheinlich wird diese Aufwärtstrendlinie hier getestet werden in dieser Relation. Hier sehen wir auch mal die Bewertungsfrage, der Growth-Sektor im S&P 500 mit einem Kursgewinnverhältnis von 27, dagegen Value nur knapp über 17. Also ja, diese Werte sind deutlich günstiger und Bewertungen spielen jetzt wieder eine Rolle. Das war ja lange Zeit nicht der Fall. Jetzt wird es wieder wichtig. Was ist sehr teuer? Was ist günstiger? Und man kauft eben jetzt eher das Günstigere. Das scheint relativ offensichtlich zu sein. Wir sehen auch, dass der Nasdaq jetzt das erste Mal seinen Aufwärtstrend verlassen hat und gleichzeitig seinen Aufwärtstrendkanal und gleichzeitig unter die 200-Tages-Linie gefallen ist. Diese 200-Tages-Linie ist wichtig für viele professionelle Investoren, weil sie sagen, ja, da definiert sich ein Auf- oder ein Abwärtstrend. Und insgesamt vom Novemberhoch sind wir jetzt 10% gefallen, etwas mehr als 10% im Nasdaq. Das definiert dann eine Korrektur, die zumindest jetzt der Tech-Index mal absolviert hat. Das Ganze hat sich ein bisschen angekündigt. Selbst als wir beim Nasdaq etwa gestiegen sind im Jahr 2021, sehen wir, dass der Index relativ zu seinem 200-Tages-Durchschnitt eigentlich schon Schwäche gezeigt hat, dass vor allem immer weniger Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt gehandelt haben. Und möglicherweise sehen wir jetzt etwas, was sich so ein bisschen angedeutet hat. Jetzt sehen wir auch, dass eine Apple beispielsweise fällt. Also die Generäle, die Dickfische, die das Ganze oben gehalten haben. Wenn die fallen, dann würde es selbst nichts helfen, wenn die schon so verprügelten Tech-Werte, die unprofitabel sind, die 60-70% von ihrem Hoch runtergekommen sind, wenn die sich erholen. Der Index würde trotzdem fallen, weil die Schwergewichte, wenn die mal unter Druck kommen, eben die Indizes dann auch nach unten drücken würden. Immerhin der Nasdaq schon etwas günstiger, Price-to-Sales-Ratio, Forward-Price-to-Sales-Ratio, also die zukünftige oder in Zukunft fortgeschriebene Marktkapitalisierung zu Umsatz jetzt nur noch bei 4,3. Wir waren schon mal etwas teurer, am teuersten im Februar 2021, aber da war die Welt noch in Ordnung, weil man sich gesagt hat, ja, die Inflation transitory, die Fed wird frühestens 2023, wenn überhaupt, mal die Zinsen anheben, aber das Ganze verschiebt sich immer näher ran. Jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass im März eben die Zinsen angehoben werden, schon extrem hoch. Barkin heute von der Richmond Fed hat das heute nochmal betont, dass es durchaus gut sein kann, und der gilt als eher dovish, durchaus gut sein kann, dass im März die Zinsen schon angehoben werden. Ballard, James Ballard von der St. Louis Fed, hatte kürzlich ja Ende letzter Woche Ähnliches gesagt. Und hier sehen wir nochmal diese Dominanz der großen Tech-Unternehmen, Microsoft, Apple, Amazon, die unter Druck ist. Microsoft läuft auch nicht mehr so richtig gut. Und hier sehen wir unten in der Grafik mal den Vergleich zwischen dem Technologiesektor und dem Finanzsektor, wie stark dieser Technologiesektor hier nach oben geschossen ist. Das alles sind eben Extreme, die dann irgendwann wieder zu einer Art Gleichgewicht führen, die zumindest weniger extrem werden. Dementsprechend ist da noch sehr, sehr, sehr viel Luft, um diese Relation ein bisschen wieder auf normaleres Maß zu bringen. Gleichwohl
Wir sind natürlich schon ein bisschen überverkauft, dazu gleich mehr, aber hier sehen wir das nochmal ganz eindeutig, dass etwa die Divergenz zwischen denjenigen, die ein geringes Preis-Buch-Verhältnis haben, dass diese Werte gut laufen, die sind deutlich im Plus, je geringer das Preis-Buch-Verhältnis ist, also praktisch Marktkapitalisierung oder Aktienkurs in Relation zu all den Buchwerten, die ein Unternehmen hat, umso besser ist die ganze Geschichte gelaufen und je teurer das Ganze ist, umso schlechter ist es gelaufen. Ergo, Bewertungen spielen wieder eine Rolle. Und hier sehen wir mal unten im Chart den Nasdaq, da sehen wir eben Bruch des Trendkanals auf der einen Seite, unten die Vola, Bruch des Abwärtstrends, wenn man so will, oder dieses Wedges hier nach oben. Oben sehen wir den S&P 500 auf Quartalsbasis und da sehen wir, ist natürlich ein Boden unbedingt ganz nahe jetzt. Scherzhafterweise kann man das vielleicht so formulieren. Ja, wir sind jetzt im kurzen Zeitfenster überverkauft. Wir haben jetzt etwa beim RSI im S&P 500 einen Wert von 18. Alles unter 30 gilt als überverkauft. Da ist durchaus mal was drin, dass da auch eine technische Gegenreaktion kommt, aber wie weit wird die gehen, solange die Fed eben an ihrem Konzept festhält, solange die Fed nicht weiche Füße oder weiche Knie bekommt, weiche Füße vielleicht auch, aber zumindest weiche Knie bekommt. Das ist eben jetzt das Thema. Nach meiner Auffassung ist da noch viel Luft. Vielleicht wird Jerome Powell morgen dann eine kleine Beruhigungspille auch bringen und sagen, ja, vielleicht Omikron, wenn jetzt die Dinge sich da verschärfen, keine Ahnung, vielleicht wird er da ein Zuckerl den Märkten geben, aber das ist dann vielleicht auch nur temporär, solange eben die Fed ihren Kurs nicht nachhaltig ändert und da muss noch einiges passieren, da muss noch mehr Schaden angerichtet werden. Man ist praktisch jetzt an der Kasse mit einem quengelnden Kind, das sieht dann im Umfeld der Kasse diese Süßigkeiten, quengel, 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 aber noch sind die Eltern noch nicht so mürbe, dass sie sagen, so, mir reicht es jetzt, ich ertrage es nicht mehr, ich kaufe jetzt eben die Süßigkeiten, auch wenn ich weiß, dass es pädagogisch nicht allzu wertvoll ist. So weit sind wir nach meiner Auffassung noch lange nicht. Und mein Kollege Wolfgang Müller, der hat in einem sehr guten Artikel mal das Big Picture zusammengefasst zwischen den Aktienmärkten, der Inflationsentwicklung, den Nöten der Notenbank, den Zinsen, was all das bedeutet, welche Dinge hier jetzt wahrscheinlich werden, kann ich nur allerdringendst empfehlen, meine Damen und Herren, werde ich unter das Video packen als Link und wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Abend. Mal schauen, ob Jerome Powell morgen die Märkte ein bisschen erlöst. Zumindest technisch wäre es durchaus logisch, wenn das erstmal passieren würde. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.